recht schönen guten Mittag. Donnerstag, der 4. Juli. Ich wünsche euch sehr Power-Audi. Willkommen auf meinem Kanal. Und ihr seht, ich habe den Düngersteuerangang schnell ungefähr 1 Hektare düngen mit dem NPK-Dünger 13-13-21. 1,5 oder 150 Kilogramm die Hektare. Ja, wir haben ja diesen Bockball Düngerstreuer, das ist ein Wiegestreuer. Ich gebe ein, wie viele Kilogramm ich pro Hektare streuen will. Ich muss den Dünger eingeben, das Gewicht des Düngers, das ist geschätzt, von uns geschätzt. Und jetzt werde ich randstreuen. Ich drücke hier und jetzt kann ich wählen. Jetzt werde ich zur Grenze streuen. Und da wird die Drehrichtung des Streutellers umgestellt. Der streut jetzt dann nach vorne und ungefähr auf die Distanz, ziemlich genau. Mit der ersten Fahrt fahre ich ringsherum und dann alle 15 Meter fahre ich so. Jawohl. Jetzt wird die Drehrichtung wieder umgestellt. Normal. Ja, liebe YouTube-Freunde, und wir sind wieder an einem Dörftreff der Gera Unterhausen. Dieses Mal in Trimbach. Es ist bald verrückt. Diese Dörftreffs, das ist verrückt. Und wir beide haben Hunger. Wir gehen da runter ins Restaurant. Gell, Gere? Das machen wir jetzt. Ja, ich. Genau. Ja. Wie an jedem Tag. Ja. Krautvernichtung und da wird einmal abgeschlägelt und abgespritzt mit Bodenfleisch. Und jetzt muss ich noch eine zweite Spritze machen, damit das Laub wirklich abgespritzt ist, weil sonst können noch Landläufe stecken und Viruskrankheiten übertragen. Darum ist es wichtig, dass das Laub restlos abgespritzt wird. Ja, und ich zeige euch da die Pflanzen, die Blätter, die noch sind. Die haben Spritzmittel erwischt, aber noch nicht genug. Die sind nicht braun. Und beim Sackkartoffelanbau ist es das A und O, die Pflanzen korrekt schnell runterzubringen, weil sie sonst infiziert werden von den Blattläusen. Und dann hast du im Herbst wird eine Probe genommen, die werden angezogen, angekeimt und auf Virus getestet. Und wenn du diesen Virustest nicht bestehst, ist deine ganze Saatkartoffelernte kleinfallend, kein Saatgut, ist ein Speisekartoffel mit wenig Ertrag. Dann hast du voll in die, bei uns sagt man, in Schieße gekriegt. Darum, ja, ist es sehr wichtig, dass wir das machen. So, es ist jetzt irgendwo 10 vor 8. Ich habe es geschafft, schnell nach Hause. Wir haben Gäste heute Mittag. Die Schule
Lisach, die Lehrer und was da so noch dazugehört mit Schulkommission und Gemeindevertretung und alles. Die kommen bei uns Abschlussessen machen, Schuljahr ist vorbei. Und die kommen alle Jahre, seit vielen, vielen Jahren, machen sie das Abschlussessen bei uns. Es ist immer im Garten und es ist immer schön an diesem 4. oder 5. Juli, wenn sie kommen. Es war immer schön. Es ist ganz speziell, dieser Tag im Juli, Anfang Juli, schönes Wetter, während 10 Jahren. Ja, immer schön. Noch schnell ein Blick in die Berner Alpen. Wunderbar sieht das aus. Wunderbar. Das ist wo ist mein Finger? Geht nicht. Eigermündig Jungfrau. Sieht man da. Und vor der Lohberg. Mit der Linde. Ab nach Hause. Ja, ich muss mich korrigieren. Nicht Alpen, das ist natürlich ein Gebirge. Ein Gebirgszug. Auf 3000 Meter Höhe. Jawohl. Und noch einmal eine Korrektur. Es ist nicht 10 vor 8, es ist 10 vor 9. Schnell Spritze durchspülen, Kaffeetime. Ja, sieht doch schön aus. Der Bauernhause startet Gemüse grillieren für unsere Gäste. Und Tisch gedeckt. Unter den Rosen. Ich bin ganz offen Ohr und im Stillen mit Humor. Ich danke herzlich für die Unterstützung, die du uns gibst gegen das letzte Jahr. Ich danke herzlich für die Unterstützung, die du uns gibst gegen das ganze Jahr. Ja, und da wird wieder alles aufgeräumt. Die Nummer hilft uns auch, weil für morgen ist wieder Regen angesagt. Da muss alles weggeräumt sein, Tische auch. Und Kissen, alles weg. Viel Arbeit. Es ist jetzt da 18.30 Uhr, Freitagabend.